Geschichte von Lorenzweiler, die geht ab 2000 bis 4000 vor Christus zurück. Sie verschiedene Sachen haben am Dorf gehen, die aus der Zeit stammen. Wir Gräber haben am Dorf von die aus der keltischen Zeit sind, wir Gräber, die aus der römischen Zeit sind, wir Gräber aus der Hallstattzeit haben. Den Ursprung von Lorenzweiler, wo wir ihn heute eigentlich kennen, der geht auf die römische Zeit. Ja. Wenn er rund um die Kirche geht, da waren früher römische Siedlungen mit einem Herrenhaus, mit einem Bauernhof, mit ein paar Häusern rundherum. Und es war auch ein Tempel, der einem römischen Gott gewidmet war. Die Straßen, die rund um die Kirche sind, die sind alle gut der römische Ursprung. Also wenn der Haut über die Straße, die wir Haut tun, geht, dann muss man daran denken, dass wir in 2000 Jahren Träume auch schon drüber gegangen sind. Mhm. 750 nach Christus, als wir die Stadt vom Dorf bei der Ulzig geschwert ging. Das aber nicht vom Dorf Lorenzweiler geschwert ging, das ist Dorf bei der Ulzig gewesen. 867 geht von einem Dorf geschwert mit einem Paar, die dem Heilige Lorenz geweiht war. Lorenzweiler für 100 Jahre kann ich sich vorstellen, es waren viele Bauernbetriebe hier am Dorf, es waren viele Kurflechtereien hier am Dorf, zum Beispiel an der Hirlmer Gas, wo ein ganz paar die Familien von der Kurflechterei gelebt haben. Wir hatten auch ein paar die Millen hier am Dorf, zum Beispiel zu Bofe hatten wir 3 Millen an der Nähen. Wir hatten zu Hönstruf 2 Millen, im Schmunnendal war ein Millen. Und dann hatten wir natürlich auch ein paar die Gärtnereien hier zu Lorenzweiler. Ich meine, die zu bekannt, das werden Tonner. Das waren die ersten, die hier am Land Zierblumen angefauert haben. Und dann Tochterlux natürlich, die haben bis in den Zarenhof Rosen verkauft. Und dann hatten wir ein paar kleine Schreinereien hier zu Lorenzweiler, zu Jelem. Und all die kleinen handwerklichen Betriebe, die waren alle gut in hier zu Lorenzweiler schon vertraut, noch für 100 Jahre. Ein Platz, wo in der Vergangenheit hier am Dorf gut rümpfen, das so als Vautelfels. Ne? Von der Französischen Revolution war das Vautelfels auch bekannt, dass ein Zuflucht war für die Leute, die wollten ein Mast feiern. Ne? Thank you.
Franziskirmes, das ist Hemmelsmarsch, das ist für Thiel, Lorenzweiler Musik, ein Mast. Da sind wir immer ganz froh, wenn auch Leute mitgehen mit der Bix, für Schellen zu gehen, auf das Geld racken. Das ist immer ein ganz flottes Erd, das ist immer richtig lustig, richtig lustig. Es gehen dann eine oder zwei Kippen gemacht, da hängt man davon auf, wie viele Leute das mitgehen und da geht es los. Ja, von Haus zu Haus spielen, schellen, Geld abheben. Und dann, da ist immer das Interessante, von 20 Jahren Käse geht. 20 Jahren Käse geht, dann geht ein Tusch gespielt, dann geht ein Kirmes am Dorf gespielt. Weil wir am Anfang zu Helm geboren und du musst quasi deiner Dörfer nicht kennen. Bläschert und Hünster war ein bisschen ein Konvivierreiser an den letzten Jahren. Als das alles mit zusammen gewusst, durch die zentrale Schule, die abgerichtet ging beim Schloss Wolfert, das war 1973, haben wir all die einzelnen Kinder, die hier wohnen, sich kennengelernt. Ich selber war meine Jugend, die Bläschert quasi nicht kannte. Und los, da war so, dass die Insel Dürfer, schon Heibofa, Hielm, Lorenzweiler, Hünstre, waren Blech und Düsselscheier zusammen gewesen sind. Und dass die Kanner, die zu Düsselscheier sind, genauso gut die von Bofa kennen, wie die von Hünstre, weil eben zentral schon las, wo soll gehen wir nehmen, an die Schule. So ein Lorenzweiler dann war zu, wie wir so buff waren, waren wir zu 1.100. Wir sind nur geschwind zu 4.000 Leute. Wir hatten das so nach der 4.000. Bürgerinnen und Bürger begrüßen. Wir haben 302 Kinder an der Schule. Das ist auch ein neuer Rekord. Das weiß so, dass eine ganze Gruppe junge Leute hier hinkommen mit Kinder. Und wir haben auch hier ein Altersheim, wie jeder weiß, das ist, wir haben so von Klängen bis zu 105 Jahren als den ältesten Matbeers, die wir hier in der Gemeinde hatten. Thank you.
ich noch ganz hoffe ich darauf sehen, dass ob das, was man die letzten Jahre gemerkt und was für dich den Servicetechnik, das neue Gebäude wird mir abgerichtet, da hoffe ich, dass viel Engine in der Dertor zu kriegen, dass wir können noch besser draußen zu schaffen. Das ist ganz, ganz wichtig gewesen. Dann haben wir auch die allgemeine, nicht erst einen Promoteurverkehr, für das an denen gefeiert wird, sondern wir haben mit der Croix-Rouge, mit dem Ministerium der Familienversicht, vor die Jour abzurichten, wo wir uns alle Mattbürgerinnen und Mattbürger morgens herbeikriegen. Und dann können sie dort enkadrieren, sie können dort sitzen, dann kann oben gehen sie ein bisschen zurückgefahren. Wo wir natürlich besonders hoffentlich sind, dass auf die neue Schule an Sportkomplex, wo wir die flotzen Herrlein haben, die noch weiter breit steht, da ist mein gewissen Hoffentlich so. Und auch da dran fünf Schulsäle, drei Tischenschulsäle, das auch Räume dafür kann das sein, sicher mit allem drum und dran, mit den Vestiären und dem Sanitärbereich. Und unser größter Stolz war natürlich, wie wir die Chance hatten, dass der Grand Duc Héritier Guillaume Heuwerfig eine Anweihung zu machen, wo sie wissen, dass der Grand Duc Héritier bei uns Schüler war, die ganze Skolarität gemacht hat. Und er war auch am Fußball mit dran. Und für einen Mensch viel Fried, für uns alle guten Römsen gesehen und in seinen Schulkommoden, waren alle guten durch seine Schulkommoden. Und für einen von den größten Festen, die wir wirklich Licht sind, was er in den letzten Jahren heute zu uns wollen hat. Ein anderer von den Event, das war die 50 Jahre Feier von unseren Scouten, die große Kantine aufgerichtet ist, wo immens viele Junge hier waren, für Madeleine zu leben, Madeleine zu kochen und zu brachen und noch Aktivitäten zu machen, auf wo auch ganz viele Leute hinkommen sind, gucken, für zu sehen, was machen sie alle gut und da. Und ich meine, das war etwas, was wir dürfen, eine gute Aktion war. Die Menge Lorenzweiler hat 1750 Hektar. Davon sind 700 Hektar Büsch, das sind 40% von der Gesamtsurface. Und davon sind 311 Hektar Gemengebüsch. Der Büsch hat zu Lorenzweiler hat ganz viele Funktionen. Eng wichtig davon ist der Naturschutz. Da geht es einfach darum, wichtige Lebensräume oder auch Seelenlebensräume zu erhalten, zu fördern. Wir schaffen aber auch am Oppeland. Zum Beispiel haben wir eine Aktion Bungert heute zu Lorenzweiler laufen. Da geht es einfach darum, dass wir bei den privaten Leuten, die Bungert tun, hier arbeiten, beim Neupflanzen, die Erle setzen, Kronenschnitt machen. Also meine Aktion hat auch viele Nebeneffekte. Bungert sind extrem wichtig für die Bayern. Heute zu Lorenzweiler gehen doch viele Imker. Und so geht das eins und das andere über.
weiter wichtige Funktion als die Sensibilisierung. Da fängt man ganz frei an mit den Kanner. Das heißt, da gibt es zusammen mit der Schule, da haben wir den Kannerbüsch. Da sind einfach Innenstände am Büsch, wo die Schulklassen regelmäßig können hingehen und ihre Aktivitäten machen. Wir haben das Neolithikum, das ist ein Jungsteinzeithaus. Das geht damals mit der Schule zusammen abgerichtet, mit den Klassen zusammen. Das war eine riesige Aktion, wo die Kanner aktiv mit daran teilholen konnten. Aber wo heute eine Konvention mit dem Museum besteht, wo noch immer regelmäßig Aktivitäten an dem Kater angeboten werden. Dann haben wir auch ein intensiv Zusammenarbeit mit der Maison Relais. Das heißt, da geht ein Kader von den Zoom-Aktivitäten ein Parcours abgerichtet, wo sie dann auf ein bisschen eine abenteuerliche Art und Weise und auch mehr bei einer spielerischen Art und Weise mit der Natur in Kontakt kommen und einfach auch die Relation, Spaß, Ambush, aktiv sein, die Message und Kanner soll rüberisch gehen. Der Büsch erfüllt natürlich auch eine ökonomische Funktion. Das heißt, im Gemengebüsch Lorenzweiler gehen pro Jahr 1500 Meter Kub gehauen. Wichtig ist heute zu sagen, dass das nur nachhaltige Kriterien geschieht. Weil hier schon unter anderem, dass man Mannerholz hauen wie pro Jahr nachwiesst, sodass der Bestand immer garantiert ist. Ziel von den Durchforstungen ist, dass man wollen Wertholz produzieren. Ein anderes Ziel ist, dass man den Büsch noch und noch wollen verjüngen. Was den Zeitraum von der Kuppe betrifft, ist es so, dass wir über den Sommer erst am Nullenholz arbeiten und über den Winter mehr mit Kuppen am Laufholz. Es ist auch wichtig, dass das Holz lokal genutzt wird. Verschiedene Konstruktionen an der Gemeinde gehen auch mit Holz aus dem Gemengebüsch gemacht, so zum Beispiel der Ponton an der Lorenzweiler Gare. Oder aber auch die Belieferung von den Skulpteuren, die da können am Kader von der Semaine de la Sculpture ihre Skulpturen schnitzen. Wie wir 2001 zum Mindler-Skulptur ausgeschrieben haben, hatten sich drei polnische Studentinnen gemeldet an einem Lützebäuer. Wir waren froh, dass wir die Feier hatten und wir konnten aufhängen mit der Mindler-Skulptur. Mittlerweile, wenn wir ein Projekt ausschreiben, melden sich über 100 Leute und davon sehen wir da drei heraus. Die drei Künstler, die hier hinkommen, kriegen Material zur Verfügung gestellt, einen Baumstamm von über 2 Meter. Das Holz, wie gesagt, kommt aus den Lorenzweiler Büschen. Also wir haben dann 50 Zeit, für hier drunter zu arbeiten. Nach 50 Jahren für die Vernissage sind sie mal fertig. Und dann aus dem Stamm von 2 Metern aus ein Bank gehen oder das ein Eklon gehen oder ein Musikinstrument oder ein Flamme. Und das war fantastisch, wenn ihr bedenkt, ein erster Stamm aus dem Büsch. Ein Baum aus dem Busch, der nützt sich da verwandelt, der bleibt für den Rest. Von seiner Zeit bleibt er halt dann zu Lorenzweiler am öffentlichen Raubstuhl. Wir können am Anfang stolz darauf sein, dass wir Skulpturen von Japanern, von Kanadiern, von Franzosen, von Belgen, von Engländern, von Ukrainer, ganz Welt als halt zu Lorenzweiler praktisch vertreten mit Skulpturen. Die andere große Manifestation, die dann hier ist, das ist der Graffiti-Cham. Graffiti-Cham, das ist eine Idee gewesen vom Jugendhaus für an der Brufer City, an der City Roger Schmitz, da ist eine riesengroße Mauer von 300 Meter Kare, für die ein bisschen abzupeppen und ein bisschen Farbe da ans Spiel zu kriegen. Und zu der 8 Jahren kommen Künstler, Graffiti-Sprayer hier hin.
Die kommen hauptsächlich auch aus Portugal oder aus Frankreich, Deutschland. Sie kommen zu 4, 5 Stück. Und dann aber, dass auch ein bisschen Aktivität soll rauskommen, sind dann Kanner aus dem Fundamental, die kommen noch lernen, und die dürfen dann noch ein Panel besprechen. Natürlich können sie von den Künstlern wissen, wie das geht. Oder sie können ein T-Shirt machen. Dann gehen sie durch kleine Preisüberrechnung. Und das können wir ganz gut auch weiterjagen. Als wenn Tiersch geht, von Quetschenzeitig sind, da geht es zu Hünstreff ganz tief zusammengetrommelt, für helfen, an den Quetschen zu schaffen. Quetschen abmachen, die Stänge rauszuholen, für dass den anderen der kein Gebiss gekocht kann. Und dafür brauchen wir immer ganz, ganz viel Leute. Und wir sind auch immer ganz viel froh, wenn viele Leute uns helfen kommen. Es sind noch Vereine bei uns, die als Gemeinde Leben schalten, durch die vielfältige Aktivitäten wie Fietsfest, wie Quetschfest, wie Lützebäuer Kast, wie Schulfest und all die Sachen da sind, die ja von Gott Leute zusammenbringen, die auch weisen, was für Aktivitäten das es hier gibt. Und wo die Leute auch alle gut in die Jungen wie die Erl viel Freude machen tun und das auch in die Richtung, wo wir ja wollen schaffen, dass die Leute hier sich wohlfühlen, Freude haben und gerne hier zu Lohnswalach überleben.